Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Auch heute zeige ich euch wieder 10 weitere Karten, die ich mir in den letzten Wochen und Monaten so zusammengekauft habe, und um welche es sich in dieser Folge handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Eigentlich hatte ich ursprünglich in der letzten Folge Neuzugänge gesagt, ich wolle in dieser Folge wieder eine OCG-Folge abdrehen, aber das war ein bisschen schlecht durchdacht, denn ich habe gar nicht genügend Karten für eine OCG-Folge da. Es sind jetzt aktuell, glaube ich, so 5 oder 6 Stück, die auch schon Ewigkeiten hier rumliegen, aber das reicht nicht. Wir haben immer 10 Karten pro Folge, und dementsprechend widmen wir uns auch heute dem TCG. Karte Nummer Uno ist der göttliche Arsenal AA Zeus Himmelsdonner, der als Secret und Starlight Rare in Phantom Rage erschien, eine der Chase-Karten ist, und alternativ im OCG als Ultimate und Ghost Rare erschien. Haben wir übrigens auch als Ghost Rare gezogen im Phantom Rage Opening. Ist ein recht empfehlenswertes Video, schaut doch mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Damals lag der Preis so zwischen 250 und 300 Euro. Was die Karte aktuell geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte damals aber einen sehr, sehr guten Deal am Laufen. Da habe ich nämlich nur 200 bezahlt, also wirklich wesentlich weniger, als die Karte eigentlich wert war. Irgendwie war das so, dass der Verkäufer schnell Geld brauchte oder so und dann halt einfach die Karte recht günstig angeboten hat. Ich glaube, er hatte mich sogar angeschrieben, ob ich die für den Preis haben möchte. Und da musste ich natürlich einfach zuschlagen. Es ging einfach nicht anders, weil Starlight Rares sind einfach ziemlich selten. Ob man die Rarität jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Und tendenziell steigen sie halt eher als zu fallen. Dementsprechend sind sie nicht nur nett anzusehen, sondern auch ein relativ stabiles Investment, wie ich finde. Und wenn wir mal ehrlich sind, schaut euch mal das Artwork an. Xyz Layout, und das einfach in Kombination mit diesem hellen Starlight Rare, das sieht einfach sowas von ultimativ Bombe aus, das passt auf keine Kuhhaut. Also es ist aber egal, ob ihr die Karte jetzt als Starlight oder als Secret Rare kauft, die Karte wird einfach durch diesen Secret Rare Effekt im Allgemeinen oder auch durch diesen Starlight Effekt enorm gestärkt, sag ich mal, in ihrem Artwork, und ist dementsprechend einfach ein unglaublicher Augenschmaus. Die zweite Karte der heutigen Folge ist ein Vertreter der älteren Generation, der Dark Magician aus BPT, der Booster Pack Tin. Die günstigere Variante von beiden. Wir wissen, es gibt ja 2 verschiedene. Einmal den hier mit dem LOB Artwork und einmal den anderen mit dem Starter Deck Yugi Artwork, der mittlerweile über 200 Euro wert ist. Weit über 200, glaube ich sogar. Der hier ist allerdings auch gestiegen, so auf die 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. 30, 40 Euro vielleicht. Ich habe damals so um die 15 noch bezahlt. Da war er noch etwas preisgünstiger. Der liegt ja auch schon eine ganze Weile bei mir tatsächlich. Meiner Meinung nach ist dieses Artwork eins der schönsten Dark Magician Artworks, die jemals auf den Markt gekommen sind. Klar, der Jump gefällt mir auch, das Starter Deck Yugi auch, aber ich finde, hier ist die Kombination einfach perfekt. Viele von euch würden mir wahrscheinlich widersprechen, weil die Starter Deck Yugi Variante ja auch die ist, die man im Anime sieht auf der Karte und die halt einfach bei den meisten die meisten Nostalgiegefühle weckt, wenn man so möchte. Aber ich finde, hier es passt einfach alles. Dieses rot-violette Gewand, sage ich mal, diese Rüstung vom dunklen Magier, das Ganze mit diesem Gift, mit dieser giftgrünen Aura und dann eben wieder mit diesem der Rüstung ähnlichen Hintergrund von der Farbe her, das passt einfach optimal, es ist minimalistisch designt und es sieht einfach nur Bombe aus. Den netten Burschen haben wir auch schon länger nicht mehr in einer Folge Neuzugänge begrüßen dürfen, der Chaos Emperor Dragon Envoy of the End Ultimate Rare Nirmatumin First Edition aus dem Duelist Pack Kyber. Im Gegensatz zum Dark Magician und dem göttlichen Arsenal liegt der hier erst seit 2 oder 3 Wochen bei mir rum, den habe ich erst vor kurzem gekauft beim lieben Sascha. Aktueller Marktwert der Karte ist so um die 300 Euro aktuell, ich habe aber ein bisschen weniger bezahlt, ich glaube irgendwie 2,5, 2,7, sowas in der Richtung. War wieder ein netter Deal vom guten Sascha. Sehr schön, dass er mir da ein bisschen Rabatt gegeben hat. Ist wirklich eine wunderschöne Karte. Wirklich nett zum Angucken. Die Karte hat keinerlei Beschädigungen. Es ist natürlich ein Ami-Print, das sieht man. Ne? Der Ultimate-Effekt ist nicht ganz so intensiv wie jetzt bei zum Beispiel einem europäischen Exemplar. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine wunderschöne Karte, die nicht nur klassisch ist, einfach einer der schönsten Drachen überhaupt in dem ganzen Game ist, sondern tatsächlich auch für alle, die ein bisschen in Richtung Investment gehen, ein stabiles Investment darstellt.
Ja, noch länger als alle drei Karten hier liegen, habe ich hier das Thun Königreich aus dem OTS Tournament Pack 14 hier liegen. Das ist mittlerweile schon so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie viel ich dafür bezahlt habe. Deswegen blende ich hier einfach mal kurz an der Seite den aktuellen Wert ein, so wie bei jeder Karte halt auch. Aber ich kann euch beim besten Willen nicht mehr sagen, was ich dafür bezahlt habe. Also die liegt, also lasst mich lügen, die liegt bestimmt schon seit Dezember letzten Jahres bei mir oder so. Also die habe ich schon seit einer Ewigkeit hier und konnte sie halt einfach bisher in noch keiner Folge verbauen. Ist allerdings wirklich eine schöne Karte. Eine Karte, die damals in Dragons of Legends oder in Dragons of Legends 2 rauskam. Ich glaube, es war Dragons of Legends 2, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die als Secret Rare ziemlich teuer war. Als Secret Rare ist sie auch relativ schwierig in einem Silvering-freien Zustand zu bekommen, da die Druckqualität damals recht schlecht war. Das Ganze hier setzt dem Ganzen allerdings nochmal eine Krone drauf, weil das ist wirklich in Ultimate Rare ein absoluter Hingucker. Ja, also indiskutabel etwas anderes zu behaupten, meiner Meinung nach. Also wirklich, wirklich schön und eine sehr, sehr schöne Wahl für eine OTS Tournament Pack Ultimate Rare. Ja, die nächste Karte ist Nummer S39 Utopia, der Blitz. Natürlich für jeden Utopia-Fan ein absolutes Muss. Es gibt ja sehr viele Leute, die entweder die Nummern sammeln oder die halt Utopia sammeln. Und in beiden Fällen ist die Karte einfach ein absolutes Muss, denn sie ist als Ultimate Rare auch ein absoluter Hingucker. Wir haben hier wieder das Monster als Kamin sozusagen und der Hintergrund ist halt einfach Ultimate Rare geprintet. Und das eben mit diesen Blitzen, das sieht einfach unglaublich gut aus. Preislich weiß ich halt leider auch nicht mehr, was ich bezahlt habe. Die habe ich damals zusammen mit dem Thun Königreich gekauft. Wie bereits gesagt, liegt schon so lange bei mir, dass ich das leider nicht mehr weiß. Ich bin aber froh, dass ich sie jetzt endlich mal in einer Folge Neuzugänge verarbeiten kann, dass sie dann letztendlich in den Vorsortierungsordner wandert. Ja, als Playset gegönnt habe ich mir vom lieben Lukas vor auch ungefähr einem halben Jahr die Link-Spinne. Die anderen beiden Exemplare habe ich gleich mal hier unten platziert. Eine davon ist in der matten Hülle, sehe ich gerade. Muss sich noch ändern. Genau, damals mit einer der günstigsten Ultimate Rares aus dem OTS Tournament Pack 7 gewesen. Ich glaube, die ging irgendwie in 10er oder so. Mehr war da nicht zu holen für die Karte. Die ist aber im Laufe der Zeit gestiegen, sodass ich dann eben damals, als ich sie beim Lukas gekauft habe, pro Stück in etwa 30 Euro bezahlt habe. Was sie aktuell geht, kann ich euch nicht sagen. Ist aber tatsächlich eine der schönsten Ultimate Rares aus dem OTS Tournament Pack 7 und auch meiner Meinung nach bis heute mit eins der schönsten Link-Monster. Ich finde die Idee dahinter mega cool und ich muss sagen, ist natürlich auch für die Leute, die jetzt vielleicht mit den Link-Monstern oder mit Reigns aufgewachsen sind, recht nostalgisch. Und das ist mit eins der ersten Link-Monster, die überhaupt auf den Markt gekommen sind. Die ist ja, glaube ich, in dem ersten Structure oder Starter-Deck drin gewesen, das rauskam. Den Namen habe ich leider vergessen, da bin ich nämlich richtig schlecht drin, mir die Set-Namen von Starter- und Structure-Decks zu merken. Genau, da war die mit Honeybean zusammen und ein Decode-Talker eben drin. Damals als Super-Rare. Und jetzt hat sie eben ihren Upgrade auf Ultimate-Rare bekommen. Unser nächstes Kärtchen für die heutige Folge ist die gute Fiendish Chain aus dem Astral Pack 8, also dem Vorgängerset des OTS Tournament Packs. Und da haben wir zwei Stück am Schlüssel. Die eine liegt schon hier oben rechts im Bild. Beide habe ich, glaube ich, vom lieben Michael, dementsprechend auch in einer hervorragenden Condition, denn der gute Michael verkauft mir auch nur wirklich Niemand-Exemplare und der Preis beträgt oder betrug damals um die 20, 25 Euro. Was die Karte aktuell wert ist, werdet ihr gleich eingeblendet bekommen. Ist alles in allem auf jeden Fall eine sehr schöne Karte, die sehr geschichtsträchtig ist. Damals in Absolute Power Force, glaube ich, rausgekommen oder in Ancient Prophecy. Ich glaube aber Absolute Power Force war es. Als Super Rare hat sie tatsächlich auch eine Weile lang so ein bisschen das Meta dominiert oder war zumindest sehr stark darin spielbar, sodass selbst die Cummins ein paar Euro gingen. Mittlerweile ist das natürlich alles Geschichte, klar, aber ich persönlich finde, die Karte hat sich einfach einen gewissen Platz in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Und vielleicht auch in den Köpfen einiger Spieler und Sammler verdient. Weiter geht es mit dem Elementar Captain Gold aus Force of the Breaker, der hier ein bisschen Misscard ist, aber ansonsten wirklich hervorragend vom Zustand. Den habe ich mir gekauft vom lieben Michael. Der ist allerdings nicht für die offizielle Sammlung, sondern für meine Privatsammlung, denn der hat hinten leider eine Macke, genauso wie die nächste Karte, die nach ihm folgt. Trotzdem wollte ich sie euch mal hier zeigen auf dem Kanal, auch wenn das vielleicht etwas unüblich ist für Neuzugänge, die ich mir für die private Sammlung rangeholt habe. Einfach, weil es eine sehr schöne
schöne Karte ist. Und ich finde, der Elemental halt Captain Gold war noch mit einer der coolsten Nicht-Fusionsmonster-Elementarhelden nach Blade Edge und muss einfach in diese Folge reingepackt werden. Also ich finde, das Artwork ist halt einfach unglaublich genial. Was er gekostet hat, kann ich euch leider nicht sagen. Ist auch schon wieder über ein halbes Jahr her. Was er aktuell geht, wird halt auch wieder eingeblendet. Ich sehe schon, ich muss mich etwas mehr ranhalten mit den Neuzugänge-Folgen, denn ich bin einfach dann nicht mehr up-to-date, was die Preise angeht und speziell das, was ich gezahlt habe, sollte ich eigentlich für diese Folge wissen, denn das ist, denke ich, recht wichtig, um auch zu sehen, inwiefern wir jetzt im Laufe der Zeit dann ein Plus oder eben Minus gemacht haben. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt Sinn der Sache ist, finde ich diese Information doch in diesen Folgen immer recht interessant und da bin ich heute wohl etwas schludrig. Ja, wie bereits gesagt, diese Karte hier vorne auch absolut tippitoppi, hinten auch leider Gottes leicht beschädigt, gilt wohl immer noch als Nearmint, aber ich persönlich möchte sie auch nicht mehr in der offiziellen Sammlung haben. Das ist Elementar halt Another Neos in Ultimate Rare, auch nicht First Edition, aus Tactical Evolution, tatsächlich auch in einem sehr geschichtsträchtigen Set, wo eben der Rainbow Dragon in Ghost Rare drin war, heute auch ein unglaublich teures Stück. Dagegen verblasst natürlich der Elemental, der Another Neos. Ist jetzt auch keiner meiner Lieblingselementarhelden. Allerdings finde ich halt einfach das Monster und auch diese Farbgebung einfach in Ultimate Rare so unglaublich schön aussehen. Ich glaube, preislich war es bei dem so, dass ich irgendwie um die 20, 25 Euro gezahlt habe damals. Da habe ich noch irgendwo was leicht hinten im Kopf bei Another Neos. Ganz im Gegensatz zu Elemental Captain Gold. Der gute Erik kann mich auch gerne korrigieren, wenn er den genauen Preis noch im Kopf hat. Ist ja auch Abonnent von mir. Genau, sehr coole Sache auf jeden Fall. Elemental Another Neos nimmt man auch gerne mit. Die letzte Karte der heutigen Folge ist der metallisch reflektierende Schleim Ultimate Rare First Edition aus Phantom Darkness Deutsch und Top Mint, perfektes Centering, wirklich alles mega, mega nice, kein Kratzer, keine Delle, also auch hinten überhaupt nichts. Damals zusammen mit einem anderen metallisch reflektierenden Schleim ersteigert, witzigerweise, der war allerdings ultra rare. Und die beiden habe ich für sage und schreibe zusammen 15 Euro ersteigert. Das ist aber, glaube ich, auch die älteste Karte, die ich jetzt hier tatsächlich habe in dieser Sendung. Ich glaube, die ist schon dreiviertel Jahr alt oder so. Das ist schon ewig her. Das war, glaube ich, noch von diesen TCG Brothers oder so die Auktionskopie gewesen. Also das war auf jeden Fall ein wahnsinniges Schnäppchen, das ich damals geschossen habe. Manchmal lohnt es sich halt spät nachts noch wach zu sein, wenn jemand so eine geile Auktion startet. Da schläft die halbe Welt, da kann man dann mal gute Deals schießen. Sehr cool auf jeden Fall, freut mich wirklich, die Karte so günstig bekommen zu haben. Ich glaube, die müsste mittlerweile auch so, ich würde mal sagen, so 20, 30 Euro wert sein. Also alleine die, ohne die Ultra Rare noch dazu. Und abgesehen davon ist das natürlich auch, was ihr Artwork angeht, ein absoluter Augenschmaus. Denn hier, speziell durch den Ultimate Rare Effekt, ist der Begriff metallisch reflektierender Schleim optisch einfach wirklich Programm. Ja, meine Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge Neuzugänge für heute. Ich hoffe, ihr wart mit meinen Anschaffungen genauso zufrieden wie ich. Ich bin höchst zufrieden. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.